Ja, ich soll mich so richtig verabschieden. Gut, mache ich. Soll mich richtig verabschieden. Habt ihr ja vorhin schon das Piep-Piep gehört. Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt richtig von Star Wars. 40 Jahre Star Wars. Euer Captain Rex verabschiedet euch. Nicht euch, sondern Captain Rex verabschiedet sich bei euch. The Star Wars Show, The Launch, Star Wars Launch. Es hat, es ist und so weiter. J.J. Abrams übernimmt Star Wars Episode 9. EPIA, J.J. Abrams. Ich meine, das hört sich auch gut an. J.J. Abrams. Jeffrey Jacobs Abrams. Ist einfach ein toller Name, so wie Abraham Lincoln. Ne? Unabhängigkeit und so. J.J. Abrams übernimmt Star Wars Episode 9. So, an sich hätte er 7, 8, 9 Knaller durchziehen sollen. Nicht einfach mittendrin. 8. Hätte auch er durchziehen können, gnadenlos, aber nee, er hat gesagt, ist nicht. Vor ein paar Minuten ist das Ding durch. Wenn ihr das Video seht, wie gesagt, ist es ja zig Stunden durch. Meine lieben Freunde, Star Wars, wie gesagt, gibt es ja manchmal für einen 5er, für einen 9 Euro bei Amazon. Also, Amazon übernimmt sowieso. Ja? Amazon verkauft mal von 5er, mal 9, jetzt kostet wieder 14,95. Diese Figur hier, den Captain Cassian Andor, geht auch in die Legende ein, keine Ahnung. Also ich persönlich habe auch keine Lust mehr so. Irgendwie ist die Luft raus nach 40 Jahren, das ist so. Wisst ihr, wenn ihr 40 Jahre alt werdet, merkt ihr auch, verändert ihr euch. Die Änderung ist dann da, ist so. Mit 40 fängt so eine Veränderung an, mit 50 ist klar, dann ist eine Veränderung da. Aber da haben wir ja noch 10 Jahre bei Star Wars, ne? Ist klar. So, also wie gesagt, das ist so eine Sache. Also für mich persönlich, wenn Star Wars 50 Jahre alt wird, werde ich auch schon 70 sein. Dann werde ich genauso ruhig sein wie Harrison Ford, der dann 85 ist, wie wie George Lucas, der dann auch um die 85 sein wird. Wenn man den Marvel Star sieht, der ist schon 94 und ist immer noch da und hat auch einige Sequels abgedreht, weil die da hinein implantiert werden. Bei Galaxy war er ja auch da, auch zum Schluss. Ihr müsst Galaxy bis zum Ende sehen. Da kommen 3, 4 so Sequenzen dazwischen. Nicht schlecht. Hasselhoff war da. Sly war da. Also Stallone. Also in Galaxy 2. Ne? Ist klar. Jeff Bridges war auch da und so weiter. Es waren einige da. Und wie gesagt, jetzt schweife ich aus. Ich muss bei Star Wars bleiben. Also wie gesagt, dieses Hin- und Hergespringe da bei den ganzen Regisseuren, da bringt ja auch nichts. Wir müssen auch mal eine klare Linie, eine klare Kante. Mir ist es mittlerweile egal, ich habe mittlerweile Star Wars, Star Wars, Star Wars. Naja, meine Kunden, denen ist halt auch egal, die haben auch keinen Trieb mehr drauf, denen ist es vollkommen egal. Ich bin ja immer noch daran, diesen Death Trooper zu versuchen, ihn selbst, jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen, ich muss versuchen, den wirklich selber zusammenbauen zu wollen, zu können, keine Ahnung, ist alles japanisch, ist nicht so leicht für mich. Und wie gesagt, habe ich auch gar hier, ne? Alles schwarz, alles schwarz, alles schwarz. Plastik, ja, das ist alles so japanisch, ne? Ne? Japanisch, Plutsch, ja. Es würde ein 1:12er werden, also so eine kleine große Figur würde es werden. 1:12 Scale Plastic Model Kit Death Trooper in Chinesisch. Also das ist nicht so einfach, dass da irgendwie so, ist auch verdammt klein alles, ne? Müsste auch mit Lupe arbeiten, weil ich ja ein bisschen Brillenträger bin, aber nur wenn ich so im Nahkreis bin. Ich werde es versuchen, wenn, dann werde ich ihn halt dann nochmal vor der laufenden Kamera reinhalten. Ja, ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert, ich weiß es nicht. Schreibt unten drunter oder macht selber einen Videoclip. J.J. Abrams, Jeffrey Jacobs Abrams übernimmt Star Wars 9, fertig aus. Ist klar. Manchmal meine ich auch, ich bin Unternehmer. Ja, ich bin Unternehmer, muss schon darüber nachdenken. Ich habe viel Geld ausgegeben hierfür. Ich meine, die waren nicht billig, ja? Die waren nicht billig, das wisst ihr, die sind auch nicht billig, die waren nicht billig, sind nicht billig, das ist so, die kommen nur mal aus China, aus Japan, ist original von Bandai, diese Figuren werde ich jemals, niemals ausbauen, so ungefähr, wenn ich mal so ein bisschen jetzt hier mal aus dem Nähkasten plaudere. Wie gesagt, ich bin auch ein Fan von Amazon, kauft da auch nur ein. Mittlerweile bin ich auch da kein Fan mehr.
Ich habe auch gerade auf Ware gewartet. Ich warte immer noch auf Ware. Habe auch schon Rufzeichen. Wir bringen Ihnen die Ware. Wir bringen Ihnen die Ware am nächsten Tag. Wir haben versucht, die Ware Ihnen zuzustellen. Ich meine, wie ihr seht, laufende Kamera. Ich würde das Schellen hören vor laufender Kamera. Ihr hört sogar, wenn mein Smartphone piept vor laufender Kamera. Also ist dann immer so eine gewisse Sache. Ne? Man behauptet, man wäre da gewesen, unser Eins hat eine laufende Kamera, würde jeder mitbekommen, ich kann es auch live schalten und so weiter. Und wer kommt nicht? Amazon. Amazon erscheint nicht, bringt die Ware auch nicht. Unser Eins hat das Geld schon auf der Ladentheke liegen. Die haben schon abgebucht, finde ich alles super toll. Es nervt langsam. Es war nicht ein Einzelfall, es ist halt sehr oft geschehen. So, die Händler liefern auch, sagen wir mal, so eine Ware, viel zu teuer, die man dann gar nicht verkaufen kann. Wir hätten letztens für 279 Euro im Einkauf, den Yoda haben können, ja. Und den hätten wir nie verkauft, wie über alle anderen Figuren auch nie verkaufen werden. Wie zum Beispiel Grievous, Darth Maul, Mogus oder Darth Vader von der Firma Sideshow, die wir niemals verkaufen werden. Außer wir hauen die raus für einen 100er. Also jeder kann die für einen Grievous, kostet mittlerweile 1090. Wenn wir den für 200 dann abgeben, für 100, dann geht's. Wir geben jede Figur für 200 Sideshow ab und tschüss. Aber wie gesagt, zu Weihnachten, wir hauen raus, wir machen aus der Star Wars Launch was Neues. Wir werden dann sicherlich auch Kylo Ren hier, die Geschichte abgeben. Wir werden auch Kylo Ren vielleicht dann auch so abgeben, ne, für ein paar Euro, außer er ist weg. Ne? Ist eben so, also hier ist kaum einer, der irgendwie Interesse für hätte. Wir haben den Kylo Ren halt dann auch nochmal hier, natürlich ohne, noch ist er ohne Fleischwunde, ne? Das ist nochmal aus 7, 6 Inch, wie gesagt, die Variante. Dann haben wir halt noch die Variante, wie er mit Rey gekämpft hat, das war die hier, ne? Stark auf der Starkiller Base, Kylo Ren normal in Dark Side, ne? Dann Kylo Ren, dann hier gesagt, gerade eben da mit der Maske und mit der Standarte. Ja. Vielleicht besorgen wir auch mit Fleischwunde. Mittlerweile gibt es ihn ja auch zu kaufen mit Fleischwunde. Wir werden, wie gesagt, Death Trooper hier zusammen basteln. Mir ist gut, ich werde das machen. Ich werde mich auch als Captain Rex verabschieden. Captain Rex verabschiedet sich, geht in Rente. Und Star Wars überlasse ich hier JJ, Jacob, Abrams, Jeffrey, Jacob, Abrams. Ja, soll Abrams, JJ das jetzt halt übernehmen. Soll er damit glücklich werden, soll er Star Wars, Star Trek, alles in einem. Ich finde es wieder lustig, wenn ich im Kino sein werde, wie letztens, also bei E7. Bei E7 war ich im Kino, saß dann da, war ziemlich voll, sagen wir mal so, es war ausverkauft, ein Sitz war frei. Weil mein Buchhalter kam nicht weg und wir haben uns noch ein bisschen noch telefoniemäßig über E7 damals, 2015, unterhalten. Da saß eine junge Dame neben mir und sagte, J.J. Abrams? Wie? Der macht so Star Trek. Ich fand das super. Wie? Jetzt macht er auch Star Wars? Ich fand es klasse. Wie? Er macht beides. Jetzt könnte man sagen, jo, der macht beides. E7, E9, E8 wurde nochmal durchgeschummelt mit jemand anderem. Ne? Die Spin-Offs werden durchgeschummelt mit anderen Regisseuren. Ne? Vielleicht macht er auch, der jetzt Han Solo macht, dieser Regisseur. Man kann schon die Namen gar nicht nennen, weil man gar nicht weiß, ob er morgen noch da ist. Dann den nächsten Spin-Off und so weiter und so fort. Wisst ihr, Star Trek, Star Wars wird irgendwie eins, J.J. Abrams. Ja, ich meine, er kann es ja. Er kann, wenn das Drehbuch okay ist, also er schreibt selber jetzt, wie bei E7. Obwohl E7 war irgendwie, ne, ihr wisst schon. Aber kann ja sein, dass George Lucas vorbeikommt und sagt, hier, komm, nimm mal. Na, und er sagt, oh ja, danke. Ich vermute, dass J.J. Abrams nicht anderes, doch, weil wir als Unternehmer sehen das etwas anders. Disney ist auch in der Krise. Disney verdient auch nicht mehr so viel und
J.J. Abrams hat E7 auf 2,2 Milliarden plus hochgefahren. Ja? Und die sehen ja jetzt selber, dass das alles nicht so funktioniert, dass sie viel Geld jetzt schon ausgegeben haben und dann revidieren mussten und ganz schnell jemand anders requirieren müssten, dass er das weitermacht. Das kostet alles Geld. Ja? Und ich vermute, die sagen, komm, er hat E7 auf 2,2 Milliarden hochgefahren. Komm, er macht E9, den großen Abschnitt. Ja, jetzt ist die Frage, macht er jetzt auch auf 72 mm? Ja, digital ist 69 mm, aber Zelluloid wäre 72 mm. Richtig Tiefenschärfe und so. Jetzt ist natürlich alles neu. Mal schauen, was JJ macht, ob er den großen Knaller raushauen wird. Aber wirklich, jetzt sagt er, auf eine Art ist es Blödsinn. Auf eine Art ist es Blödsinn, weil 4K, 8K reicht vollkommen aus, mit IMAX-Kameras gedreht. Im erstklassigen 4K 3D-Modus mit dieser Wahnsinns-Tiefenschärfe hat ja nichts mit IMAX in dem Sinne Out-Schärfe, also nach außen hin 3D zu tun, sondern geht ja mehr nach innen. Ne? So, wenn Abraham das dann gnadenlos durchzieht in 3D nach, ne? In 4K reicht das ja auch, da muss keine 72 oder 69 mm da, was weiß ich, Zelluloid, Breitband, das ist alles Quatsch. Muss nicht sein, Star Wars wird sich mit E9 in dieser Trilogie verabschieden, ja, 1, 2, 3, also 1 war ja super teuer, habt ihr vergessen, habt ihr es vergessen? Also, bei 1, Star Wars 1 damals, wurden, das ist kein Scherz, 18 Tage gedreht mit Realleuten, 18 Tage nur, 18 Drehtage mit Realleute, ja, und der Rest war dann dieses sogenannte Computer und deswegen war das so teuer, 114 Millionen. 114 Millionen hat ein einziger Star Wars Film gekostet. Einer, der erste. So, und die anderen waren etwas günstiger, 578 Millionen und so. Ne? Also es war teuer. Es war teuer, ja. 578.000, 798.000, aber der 114 Millionen, der war schon heavy. Gut, dann habe ich das gnadenlos durchgezogen. 18 Drehtage, 18 reale Drehtage und dann der Rest war Computer. Animation. Der Rest wissen wir Bescheid. 1, 2 und 3 war der, keine Ahnung, soll jeder für sich selber, aber so richtig, naja. Wir haben alle, ich bin stolz, 40 Jahre dabei gewesen zu sein, davon 30 Jahre involviert, richtig gearbeitet. Die letzten 10 Jahre, naja. Und von 15 nochmal angepiekst. Komm, mach nochmal PR, mach nochmal, denk dir noch was aus. Haben wir ja auch, haben wir ja gemacht und ich habe es ja auch hochgezogen, ich habe es ja durchgezogen, 15, 16, 17, 18 jetzt, 19 weiß ich nicht, ob ich da Lust zu habe, bin ich ehrlich, so richtig Lust habe ich langsam auf Star Wars nicht mehr so, wenn, dann irgendwie mit irgendwelchen, weil ich habe jetzt so viele schöne Sachen bei YouTube gesehen, es macht so viel Spaß bei den 100% Star Wars Leuten, ja, die dann da sprechen und die auch hier vorbeikommen. Ich habe ja die, wie gesagt, die DC-Leute, ich hatte ja hier diese Star Wars Trooper e.V. Aus Dortmund, auch einen, der wirklich Obi-Wan Kenobi darstellt, Obi-Wan Kenobi mag und wie gesagt, auch alles mit Obi-Wan verbindet, da bleibt ihn mag als Figur, Captain Rex, ich bleibe Captain Rex, ich habe die Figur als Captain Rex da, sollte Captain Rex nochmal in irgendwelche Variationen erscheinen, werde ich mir den auch schnappen. Ich muss mal schauen, ob ich die Captain Rex Uniform, so wie bei den Rebels, Oberteil, Hose, filmtechnisch mal vor die Kamera bringe, ich weiß es nicht. Aber jetzt erstmal wird sich verabschiedet, in traditioneller Weise. Kommt ja Star Wars nochmal raus, wie gesagt, die Figuren werden rausgehauen, die werden für wenig Geld angeboten werden. Ich werde da weiterhin erstmal ordentlich damit umgehen. Ja, wie gesagt, Weihnachten kommt rein. Kriegen wir hin, bis zu 75% werden die dann sicherlich günstig angeboten werden. Auch die hier, die gerade hier runtergefallen ist, ja, mit der habe ich so. Ne? Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Okay. Da habe ich mich irgendwie verkauft. Ja. Mal schauen, ob ich die zusammengebaut bekomme. So, wie gesagt, ich schiebe keinen Frust, ich bin ziemlich locker. Mir hat das unheimlich gut gefallen, das Ganze.
Aber irgendwie hat man ja auch sein Alter, ne? Und wie gesagt, wenn man 30 Jahre involviert war, jetzt insgesamt 40 Jahre, ich muss sagen, also 16, Rogue One, das hat mir, wow, Rogue One, das hat mir so gut gefallen, ja. Ich habe auch nach Rogue One sofort Episode 4 geguckt und ich habe jetzt sehr oft Rogue One und 4 auf einen Schlag geguckt. Ich habe auch gestern noch gesagt, wenn du Rogue One sehen willst, musst du auch 4 gucken, bring Zeit mit. Ich habe mein eigenes Kino und in dem eigenen Kino in 7.1 würde ich dann Rogue One und 4 zeigen und würde sagen, komm, schaut es euch an, komm, machen wir, ziehen wir gnadenlos durch. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Weihnachten. Ich freue mich auf Weihnachten 2017. Habe also schon ein bisschen damit angefangen. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich schaue da gerade in diese Ecke rein. Und ich muss nur überlegen, ob ich so eine Art Star Wars Weihnachten mache. Ja, so, oder halt so Weihnachten wie Weihnachten. Ne? Ist klar. Ja. Mit irgendwelchen Dioramen, ich bin da noch so, ne, bin ich. Und wie gesagt, wer vorbeikommt, kommt vorbei. Wie gesagt, ihr bekommt alles etwas günstiger, wird ausverkauft. Ihr seid jetzt hier immer noch in der sogenannten Star Wars Lounge und ich freue mich immer noch, dass Rupert die Bilder damals zur Verfügung gestellt hat, die hier halt immer noch hängen. Ich habe natürlich eine Collage, die in Auftrag, das ist The Wookie, also über Wookie soll ich da, wie gesagt, ein Kunde möchte halt ein Collage-Bild verschenken, ja, ein Bilderrahmen, ein Bilder-Dia-Rahmen verschenken mit halt Wookie. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich drum, habe schon ein paar Bilder rausgesucht und schauen wir mal, ob wir das nicht hinbekommen. Dann kann ich das dann halt auch. Ich finde es toll, wenn man so extravagante Geschenke von Star Wars generiert, kauft und What's up, everyone? So there has just been huge news about Star Wars Episode 9 dropped on StarWars.com. As of today, J.J. Abrams is officially going to write and direct Star Wars Episode 9. StarWars.com says the acclaimed filmmaker will return to helm the final film in the sequel trilogy, with their official statement reading, J.J. Abrams, who launched a new era of Star Wars with The Force Awakens in 2015, is returning to complete the sequel trilogy as writer and director of Star Wars Episode 9. Abrams will co-write the film with Chris Terrio. Star Wars Episode 9 will be produced by Kathleen Kennedy, Michelle Rejouan, J.J. Abrams, Bad Robot, and Lucasfilm. With The Force Awakens, J.J. delivered everything we could have possibly hoped for, and I am so excited that he is coming back to close out this trilogy, said Lucasfilm President Kathleen Kennedy. So let me know what you guys think about this, what's your initial reaction in the comment section down below. I know I asked this question on who you wanted to direct Star Wars Episode 9 a few days ago, and a lot of you guys said Ryan Johnson, Steven Spielberg. But you know, J.J. Abrams was 7, he did bring the movie massive success, whether you liked his directing style or not, he did make it successful, so let me know in the comment section down below what you guys think about it. Thank you guys for watching, if you enjoyed the video, give it a thumbs up, hit that subscribe button, and hit that bell if you're a daily coffee drinker to be among the first to know when a new video goes live. Thank you guys for watching, I'll catch you guys later. Peace. Wird der nächste Videoclip natürlich ein bisschen weihnachtlich sein und hat nichts jetzt damit zu tun, dass der J.J. Abrams E9 übernimmt. Ne? Vor ein paar Minuten eingeläutet, eingestielt und der läuft. Wir hoffen, dass er auch gnadenlos durchzieht und nicht zwischendurch abhaut. Aber wenn er sagt, komm, ich mache es, ich schreibe das Buch, er nimmt sogar noch einen mit rein, der auch zwei wirklich erstklassige Kinofilme geschrieben und in Szene gesetzt hat. Also es kommt da eine Menge auf uns zu, die sicherlich uns allen Spaß machen wird. Aber ich bin trotzdem der Meinung, das ist aber nur meine Meinung, dass das schon auf die neue New Generation zielt und nicht auf uns. Ja? Auf uns nimmt da keiner mehr so richtig Rücksicht. E7 war ja nochmal der Einstieg. Ja? E7 war nochmal der Einstieg, damit alle groß, klein, das sind alle nochmal rein
Rogue One war auch nochmal so ein richtiger Knaller für die eingefleischten E8. Müssen wir mal gucken, der letzte Jedi. Müssen wir mal gucken, wie das da so abgeht. Ist mehr politisch das Ganze. Spielt ja auch, wie gesagt, da auch in einem gewissen Rahmen. In Dubrovnik haben wir ja die Bilder gesehen, haben wir das Set gesehen, wie die da gedreht haben und so weiter. Und dann dieses Irish Folk, diese Island und ja, Luke Skywalker da mit seinen Mönnekes da, da, ne, die zwei Nonnen da und so. Da kommt eine Menge, ich weiß nicht, nur Frage ist, was dieser eine Vogel da soll. Also dieser eine Vogel da, weiß ich nicht, was das da sein soll. Soll der irgendwas ablösen? Soll er den Yoda ablösen von der Größe her oder so, die Macht etc. Dieses Flugwesen, naja, das muss überraschen. So, wie gesagt, es ist eingestielt, es ist jetzt vom Tisch. J.J. Abrams macht 8. Ja, das war's dann. Ich bin jetzt auch erstmal weg. Ich läute jetzt ein, dass diese ganzen Figuren erstmal, ne, die Lounge und das Ganze dann, wie gesagt, auch erneuert wird. Wir werden vieles erneuern, wir werden Maschinen erneuern, wir werden neue Thematen raushauen, wir werden vieles mit Fotos und Filmen machen. Wir werden viel generieren, wir werden auch viele Dioramen bauen, die dann, wie gesagt, im Jahr 2018 ins Schaufenster stellen. So, das war Star Wars. J.J. Jeffrey Jacob Abraham übernimmt E8, E9, nee, nur E9, E7 und so weiter. Also, meine lieben Freunde, das war Star Wars. Das war die Star Wars Lounge, Star Wars Show Deutsch. Und meiner einer sucht immer noch händeringend, euer Captain Rex sucht immer noch händeringend nach Leuten, die Lust und Laune haben, mitzumachen. Vor der Kamera, nicht hinter der Kamera. Also dann, habt Spaß.